Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute will ich euch nicht nur zeigen, wie wir den Wurzelausdruck als Potenz umschreiben können, sondern auch die spannende Frage klären, warum ist das die einzige sinnvolle Möglichkeit? Und das ist eigentlich ganz einfach. Hierfür schauen wir uns folgendes Beispiel an. Wir nehmen jetzt die Zahl 3. Diese wollen wir jetzt quadrieren, also haben wir 3 hoch 2, aber gleichzeitig wollen wir es wieder rückgängig machen. 3 Quadrat machen wir rückgängig, indem wir was machen? Genau, die Quadratwurzel ziehen oder auch zweite Wurzel. So haben wir dann 3 Quadrat, Wurzel 2 bleibt eine 3. Soweit, so gut. Jetzt schreiben wir es etwas um. 3 können wir auch schreiben als 3 hoch 1. Genau genommen ist jede Zahl hoch 1 ihre Zahl, deswegen lassen wir es in der Regel weg. Aber wir können auch schreiben 3 hoch 1. Und jetzt wird es interessant, denn wir haben hier vorne den Ausdruck und wir lassen jetzt erstmal das 3 Quadrat. Das heißt, wir haben 3 hoch 2. Das gleiche Zeichen muss jetzt ja immer weiter erfüllt sein. Das heißt, hier muss 3 hoch 1 stehen. Irgendwie. Wir müssen aus der 2 eine 1 machen. Und was uns dazu zur Verfügung steht, ist die Wurzel 2. Also haben wir irgendwie eine 2, mit der wir aus der 2 eine 1 machen müssen. Und da gibt es jetzt wohl nur eine Möglichkeit, wir teilen es durch 2. Denn 2 durch 2 ergibt 1. Und unser gleicher Zeichen ist erfüllt. Wunderbar. Und jetzt schreiben wir den Bruch einmal auseinander. Wir haben dann 3 hoch 2 mal 1/2. Denn 2 mal 1/2 ist ja 2 hoch 2 und so weiter. Und was wir jetzt machen ist, wir wenden eine Potenzregel an. Denn wir können auch diesen Ausdruck umschreiben. Wir haben hier ein Mal. Das heißt, wir haben dann 3 Quadrat, Klammer zu, hoch 1/2. Normalerweise benutzen wir die Regel in die andere Richtung. Wir haben so einen Ausdruck und formen den hier um und vereinfachen den. Wir machen es hier einmal bloß andersrum. Und jetzt sind wir eigentlich mehr oder weniger fertig. Dieser Ausdruck ist ja gleich unserem ersten Ausdruck. Den schreibe ich jetzt hier noch einmal daneben. Dann haben wir hier gleich 3 Quadrat Wurzel 2. Und wo finden wir jetzt die Ausdrücke wieder? 3 Quadrat sehen wir hier und Wurzel 2 muss in der Potenz hoch 1/2 sein. Ansonsten stimmt unsere Rechnung nicht mehr. Das bedeutet, wenn wir den Wurzelausdruck als Potenz umschreiben wollen, müssen wir den Kehrwert bilden. Und das ist es auch. Das haben wir hier auch. Wir haben 3 zweite Wurzel und in der Potenz ist es 3 hoch 1/2. 2, der Kehrwert ist 1/2. So einfach ist das. Und muss es auch sein. Schauen wir uns aber nochmal ein weiteres Beispiel an. Nehmen wir dann 5. Wurzel von 4. Das können wir umschreiben zu 4. 5. Wurzel, Kehrwert 1/5, also 4 hoch 1/5. Schauen wir uns nochmal einen Ausdruck an, wo der Wurzelausdruck unter dem Bruchstrich steht. Nehmen wir das Beispiel 1 durch 3. Wurzel von 2. Das können wir umschreiben erstmal zu 1 durch 2 hoch, Kehrwert von 3 hoch 1/3. Das Ganze können wir jetzt aber noch etwas umschreiben, weil es steht ja unter dem Bruchstrich. Das heißt, es ist dann gleich 2 hoch minus 1/3. Oder noch ein weiteres Beispiel. 1 durch 4. Wurzel von 5 ist gleich 5 hoch, der Wurzelausdruck steht unter dem Bruchstrich, das heißt minus 4, Kehrwert ist 1/4, also hoch minus 1/4. Und wie schaut es jetzt aus mit zusammengesetzten Ausdrücken? Wenn wir uns das Beispiel angucken, 7 hoch 2, Wurzel 3, dann können wir es umschreiben zu 7 hoch 2 und 3 ist ja 1/3, also 2 mal 1/3. Das Ganze können wir zusammenfassen zu 7 hoch 2/3. Noch ein weiteres Beispiel, haben wir den Ausdruck 3 hoch 6 und davon die 4. Wurzel. Können wir es umschreiben zu 3 hoch 6 durch 4. Wurzel 4. Und was jetzt bei diesem Ausdruck auf jeden Fall direkt auffällt, ist, wir können hier kürzen. 3 hoch 6/4 sind auf jeden Fall auch gleich 3 hoch 3/2. Das heißt, wenn wir diesen Ausdruck sehen, sind wir uns eventuell unsicher, können wir hier kürzen, dürfen wir hier kürzen? Wenn wir diesen Ausdruck sehen, das ist ein normaler Bruch, da können wir immer kürzen. Und so einfach können wir den Wurzelausdruck als Potenz umschreiben. Und ich hoffe, es ist klar geworden, warum das die einzige sinnvolle Möglichkeit ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es mit euren Freunden, denn nur geteiltes Wissen ist nützliches Wissen. Und jetzt seid ihr dran.